Das von der Dunya ist gegenüber von Akhira. Vergleichen, illa qalil ist nichts. Deswegen, wie dumm muss man sein, wenn man das Originale mit dem Verfälschten vertauscht. Oder das Bessere mit dem Schlechten vertauscht. Al-Akhira mit Dunya vertauscht. Jannat al-Firdaus mit dem Müll von Dunya vertauscht. Wie dumm muss man sein, dass man hier yani, diesen trügerischen Genuss genießen möchte und den für immer und ewig bleibenden Genuss dafür aufgibt. Wie dumm kann man sein? Wallahi, wie dumm muss man sein, dass man sowas, dass man sich yani, so reinlegen lässt von der Dunya. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Damit wir, weil viele Leute missverstehen das, wenn wir so reden. Die denken, jetzt wenn wir so reden, das heißt, schließ dich in der Moschee ein und bete und faste und fertig, khalas. Mach Dhikr und khalas. Keine Arbeit, kein Heiraten, keine Familie, kein nichts, nein. Das stimmt so nicht. So sehen wir, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, erklärt uns hier den richtigen Fahm, richtige Verständnis. Man akhadahu bihaqqih wa wada'ahu fi haqqih. Das heißt, wenn du es ehrlich verdienst und durch eine richtige und erlaubte Methode und erlaubte Art und Weise dein Geld verdienst und es dann im erlaubten Wege auch ausgibst, dann ist das in Ordnung. Dann wirst du sogar dafür belohnt. Das Schlimme ist das andere, dass die Dunya dich al-Akhira vergessen lässt. So wie der eine, dem alles egal ist. Dem Halal und Haram egal ist, der nur nach der Dunya rennt, ohne Pause, ohne yani, auf sich Rücksicht zu nehmen, auf deine Gesundheit, auf deine Kinder, auf Allah subhanahu wa ta'ala Rücksicht, auf die Rechte von Allah subhanahu wa ta'ala Rücksicht zu nehmen. Das ist gemeint. Dieses Übertrieben nach Dunya zu streben. Übertrieben. Das ist das Gefährliche und das ist das Falsche. Aber wenn man ehrlich und auch ehrlich mit der richtigen Absicht arbeiten geht, mit der Nia, dass man nicht seine Hand ausstreckt, und mit der Nia, dass man die Familie versorgt, mit der Nia, dass man die Brüder und die Geschwister überall auf der Welt unterstützt, mit der Nia, dass man das Geld spendet, mit der Nia, dass man eine Moschee baut, mit der Nia, dass man Koran drucken lässt, mit der Nia, dass man Bücher drucken lässt, mit der Nia, dass man Da'wah macht, mit der Nia, dass man Al-Fuqara und Masakin hilft, dann arbeite Tag und Nacht. Und Allah wird dich dafür belohnen. Aber wenn du die Nie hast, einfach nur das, die Nullen auf dem Konto zu mehren, dann bleibt das alles eine Null. Wal-Iyadu Billah. Das ist das Falsche. Und deswegen sagt Sa'id ibn Jubair, radiyallahu anhu ardah, sagt er, Mata'ul Ghurur ma yulhika an talabil Akhirah. Mata'ul Ghurur, der trügerische Genuss, ist das, was dich yani al-Akhira vergessen lässt. Oder al-Akhira von al-Akhira ablenkt. Aber das, was dich nicht von al-Akhira ablenkt, yani wenn du arbeitest und nicht, wie ich schon gerade gesagt habe, diese ganzen Absichten hast, mit diesen ganzen Absichten, weil du siehst, Wallahi, liebe Geschwister, uqsimu billahi al-Azim, die Muslime auf der Welt, die brauchen jeden Cent. Jeden Cent. Stellt euch vor, Muslime hungern, sterben, weil sie hungrig sind. Muslime sterben, weil sie krank sind. Und wir ziehen hier die teuersten Klamotten an und schmeißen Essen weg und. Wallahi, wir werden Yawm al-Qiyamah gefragt. Ich schwöre bei Allah, jeder von uns wird Yawm al-Qiyamah gefragt nach jedem Tropfen Blut, der von den Muslimen fließt. Nach jedem hungrigen Muslim, der stirbt. Nach jeder hungrigen Schwester, die stirbt. Jeder. So soll jeder eine Antwort für diese Frage bereitstellen. Und lasst euch nicht volllabern von egal welchen Leuten, die euch weiß nicht was erzählen, dass wir, dass alles in Ordnung ist und dass wir, Alhamdulillah, hier Muslime sind. Wir sind keine arroganten Umma, wir sind keine arrogante Umma, wo sie jeder für sich alleine denkt, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so beschrieben hat, dass wir ein Körper sind. Wenn ein Teil eines Körpers Schmerzen empfindet, empfindet der ganze Körper Schmerzen. So müssen wir denken, liebe Geschwister. Und dann sagt er, das, was dich nicht ablenkt von Al-Akhira, ist nicht Mata' al-Ghurur, ist nicht trügerischer Genuss, sondern das ist das,
was dich zu höheren Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala bringt. وما لا يلهيك فليس بمتاع الغرور ولكنه بلاغ لما هو خير منه. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith hat Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala gesucht vor Nafs la tashba', vor einer Nafs, die nie satt wird. Und deswegen ununterbrochen der Dunya hinterher rennt. Die Gelehrten haben da ein schönes Beispiel gegeben. Ist wie jemand, der vom Meereswasser trinkt. Der trinkt und wird immer durstiger. Und trinkt immer weiter, bis er platzt. Und deswegen, wenn man die Dunya die ganze Zeit hinterher rennt, die Dunya vernichtet dich. Bis Malak al-Maut kommt und zieht deine Seele und du bist noch am Überlegen, ah, da habe ich noch ein Auto stehen, da habe ich noch Ware stehen, da habe ich noch ein Konto offen, da habe ich noch Malak al-Maut zieht. Deswegen gibt es eine Geschichte, die habe ich mal in einem Buch gelesen. Bei einem der war am Sterben. Und die Leute sagen ihm, sag La ilaha illallah, sag La ilaha illallah. Und er sagt, nee, 200, 300, 400. Ist am Zählen. Wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren.